Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Haul, ihr habt es bestimmt im Titel gesehen und dieser Haul hat für mich Klick gemacht im Kopf. Also erstmal zum Haul selber, ich habe bei DM bestellt, weil ich eigentlich nur Sonnenmilch brauchte und ein paar Pflegeprodukte. Und dann habe ich gesehen, die haben noch ganz viel im Sale und dann habe ich was mehr bestellt und dann summierte sich das und dann war ich bei 50 Euro und ab 60 Euro gibt es kostenlosen Versand. Also habe ich für 10 Euro noch Sachen reingelegt und dann habe ich das bestellt, die Bestellung abgeschickt. Dann habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, du hast diesen Monat schon wieder verdammt viel bestellt dafür, dass du eigentlich bisschen Geld sparen wolltest, bisschen runterfahren wolltest und ich will deswegen die Bestellung jetzt nicht zurückschicken oder so, ich brauche die Sachen ja trotzdem, aber ich habe deshalb für mich beschlossen, es wird mal wieder Zeit für eine Challenge, um das Ganze wieder in reduziertere Bahnen zu geben und ich werde im Juli tatsächlich eine Kein-Einkaufs-Challenge machen. Ich möchte jetzt auf die Challenge nicht näher eingehen. Ihr kriegt dazu wie immer das Update-Video Ende des Monats und ihr kriegt wie immer, wenn ich eine komplett neue Challenge mache, könnt ihr die auch auf kiloporzel.de nachlesen. Aber ihr sollt nur wissen, falls das Video aus irgendeinem Grund erst nach Monatsende kommt, dass wir jetzt Mitte Juni haben und dass dieser Haul im Prinzip Anlass war für die Challenge, weil ich einfach gesagt habe, eigentlich hast du von allem genug, sowohl Lebensmittel als auch Selfcare, als auch Sachen fürs Basteln und so und Klamotten und so. Du versuchst jetzt einfach mal einen Monat damit auszukommen und kaufst wirklich nur das Allernötigste. Und ja, das ist nur zum Hintergrund. Das soll jetzt aber nicht unsere Laune trüben. Ich freue mich trotzdem über den Haul. Und wie gesagt, es sind einige Sachen dabei, die ich auch brauche. Es sind auch ein, zwei Sachen dabei, die sind nicht für mich. Das sage ich dann aber auch euch direkt. So, jetzt habe ich erstmal den Karton aufgemacht. Das ist wieder auch ein größerer Karton, als ich geplant hatte. Ich versuche mal so ein bisschen. Okay, das erste, was ich wirklich dringend brauchte, war neue Sonnenmilch, weil meine war jetzt wirklich ran an ein Jahr geöffnet und dann soll man die ja entsorgen, weil sonst Stoffe entstehen können, die nicht so gesund sind. Moment, ich muss mal kurz den Karton noch drehen. Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Und ich hole mir immer zwei Stärken. Also ich habe relativ sonnenempfindliche Haut, deswegen immer 50 und 50 plus. Die 50 plus nehme ich für Sachen, wo ich wirklich weiß, ich bin jetzt ganz viel direkt in der Sonne. Also ich gehe wandern, ich gehe spazieren, ich gehe auf ein Open-Air-Event, wo ich nicht weiß, habe ich Möglichkeiten mal in Schatten auszuweichen und die 50 nehme ich dann für Events, wo ich weiß, dass ich zwischendurch auch mal im Schatten bin. Also es ist eine Veranstaltung bei uns auf dem Marktplatz, eine Gartenparty bei Freunden, was weiß ich, ins Schwimmbad gehen oder so. Dann nehme ich die 50er, weil die ist ein Müh günstiger, schützt aber trotzdem sehr gut.
und deswegen hole ich mir immer beide. In der Regel eine Flasche davon brauche ich auch auf und die andere ist dann immer so ein kleiner Rest übrig. Wenn die anders hier rankommt, entsorge ich sie dann lieber. Auch wenn ich ungern Sachen entsorge. Genau, womit machen wir weiter? Jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Hier habe ich ein Produkt, das ist nicht für mich, das ist für eine Bekanntin, Antifußpilz. Sie hat das Gefühl, sie hat sich was eingefangen beim Schwimmen, kann es nicht sicher sagen und möchte das jetzt einfach probieren, wenn es damit weggeht, wenn sie sich dann den Gang zum Arzt spart. Sie hat ein bisschen Panik vom Arzt. Ich habe für mich Fußmasken bestellt. Ich habe das Problem, dass bei mir die Hornhaut immer sehr rissig ist. Ich habe mittlerweile gelesen, das kommt einfach durchs Übergewicht und dann ist eine gute Pflege besonders wichtig und das ist eine intensive Pflege. Das war aber zum Beispiel ein Produkt, das war dann am Ende ein Füller, das hätte ich sonst nicht gebraucht. Dann habe ich bestellt so ganz viele Proteinsachen. Ich nehme jetzt erstmal die, die oben drauf liegen. Also ein paar Proteinriegel. Die Molkriegel wollte ich mal ausprobieren. Oh, ich habe einen Zoom drin. Tut mir leid. So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe davon auch noch einen dritten. Komme ich gerade nicht ran. Und dann habe ich gesehen, sie haben diese Protein-Cookies halb gebacken. Und die wollte ich gern auch mal ausprobieren. Und ich finde mittlerweile so ein Proteinriegel ist so ein kleiner Snack für unter der Woche. Wenn ich mal Bock auf was Süßes habe, dann nehme ich meistens Proteinriegel. Und dann so richtig Naschkram gibt es dann nur einmal die Woche am Wochenende. Dann habe ich mir bestellt zwei Pflegecremes. Ich fand einfach die Dosen so schön. Ich weiß noch nicht, ob ich die für mich selber benutze oder ob ich die einfach benutze für Geschenke, weil die halt vom Design her sehr hübsch sind. Und ich denke, das ist einfach eine gute Größe. Sie passt in jede Handtasche, sie ist schnell aufgebraucht, sie liegt nicht ewig rum. So, was ist das hier? Ah ja, ich habe mir noch meine Sonnenbrille gegönnt. Ich habe das Problem, dass meine ganzen Sonnenbrillen irgendwie extrem zerkratzt sind. Ich weiß auch nicht warum. Und deswegen mussten dieses Jahr einfach mal ein paar neue sein. Ich habe schon eine beim Netto gekauft, auch mit so eckigen Gläsern, aber blauen Rahmen. Und ich dachte, ich hole mir noch eine zweite. Worauf ich dabei immer achte, ist, dass sie einen UV-Schutz haben. Es gibt ja auch Sonnenbrillen, so die ganz günstigen, die wirklich nur getönte Scheiben haben. Das schützt aber euer Auge nicht. Also achtet auf den UV-Schutz. Und ich achte drauf und es gibt wirklich schon günstige Brillen mit UV-Schutz. Also die bei Netto hat 4 Euro gekostet. Die hat jetzt, glaube ich, 12,95 steht sogar noch drauf gekostet. Das ist echt kein Geld für eine Sonnenbrille. So. Auch für meine Freundin ist diese Fußcreme, die ist halt vorbeugend gegen Fußpilz. Das Ding ist, sie mag keine Badeschlappen nehmen und dann kann man sich das schneller mal holen. Ich habe mich am Anfang auch immer gegen Badeschlappen gewählt, weil ich kurze, breite Füße habe. Da ist es gar nicht so einfach, welche zu finden, die noch halbwegs normal aussehen. Also wo oben vorne dann nicht 10 cm Luft sind, nur dass man in der Breite reinpasst. Ich habe mittlerweile aber welche gefunden. Das heißt, ich nehme mittlerweile Badelatschen und seitdem habe ich auch keine Probleme mehr mit sowas. Und ich kann sie aber verstehen, dass wenn man noch nicht die richtigen Schlappen gefunden hat oder man das nicht mag, mit nassen Füßen dann in die Gummischuhe rein,
dass man dann drauf verzichtet, aber dann ist vielleicht so ein vorbeugendes Produkt gar nicht schlecht. So, dann habe ich bestellt einfach ein paar Putzmittel. Maschinenpfleger für die Spülmaschine läuft bei mir im Schnitt einmal im Monat durch. Und ich muss echt sagen, es macht die Maschine doch sauberer und danach wäscht das Geschirr auch wieder besser durch. Also wenn ihr da Probleme mit eurer Spülmaschine habt, holt euch auch mal so einen Maschinenpfleger. Ich habe mir dann auch noch Entkalker geholt für Kleingeräte, speziell für den Wasserkocher. Wir haben so kalkhaltiges Wasser, das setzt so schnell an. Und ich mache da auch viel mit Zitrone und Essig, aber so ab und zu muss es dann doch mal was Stärkeres sein. Dann habe ich bestellt veganes Geliermittel. Das war auch wieder so ein Füllerprodukt am Ende. Ich möchte, glaube ich, noch mal Gummibärchen selber machen. Und ich habe gedacht, mittlerweile gibt es ja die veganen Geliermittel ganz gut zu haben. Warum probiere ich es nicht mal mit denen? Und auch aus dem Proteinbereich diesen Knabbermix. Ich habe tatsächlich letztens so einen Sojabohnen-Knabbermix gehabt. Der war sehr, sehr lecker. Da habe ich gedacht, probiere ich den auch mal. Ob der genauso gut ist, weil da auch ein paar mehr Sorten drin sind. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen zweiten Protein-Cookie in einer anderen Sorte. Die sind verdammt teuer. Dafür, dass es am Ende ist es nur ein Keks und man muss ihn, glaube ich, er ist, glaube ich, auch halb gebacken nur. Das heißt, man backt ihn auch noch selber fertig, wenn man es richtig wie Keks essen will. Und dafür sind die schon verdammt teuer. Aber wie gesagt, da ich mittlerweile viel trainieren gehe, viel Eiweiß brauche, ist mir das als Süßigkeit lieber als normaler Keks mit ganz viel Zucker und Kohlenhydraten und Weißmehl und so. Und bei manchen Sachen sage ich auch, darf auch Geld kosten, wenn die Qualität stimmt. Und ob die stimmt, das werde ich jetzt halt mal ausprobieren. So. Damit möchte ich eigentlich als letztes hier machen. Ich habe Vollkornnudeln bestellt und war selber über den Preis erstaunt. Ich glaube, da kam die Packung 85 Cent oder so. Und das ist schon sehr nah ran an normalen Nudeln, wenn ich momentan die Preise... Wobei die Preise sind, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber wenn ich so überlege, was ich die letzte Zeit für normale Nudeln ausgegeben habe, waren die schon verdammt günstig. Und normalerweise ist es so, dass Vollkornnudeln... deutlich mehr kosten. Und ja, ich habe mir einmal Spaghetti geholt, weil Spaghetti geht zu fast allem. Und ich habe mir einmal die Farfalle geholt, also diese Schleifchennudeln, weil ich finde, die machen für einen Salat immer was. Genau, und weil ich ab und zu mal backe und auch mal Brot und sowas backe, habe mir auch noch ein Vollkornmehl geholt. Hätte ich jetzt auch im Supermarkt holen können dann, aber das war am Ende auch so ein Füllerprodukt. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, lieber was Sinnvolles, was sich relativ schnell verbraucht, bevor ich mir jetzt noch Beauty und Make-up, was ich über die Pinkbox ja ganz viel reinkriege, kaufe. Und deswegen noch eine Packung Vollkornmehl. So, was habe ich noch gekauft? Genau, ich habe neben dem Spülmaschinenpfleger habe ich auch einen Waschmaschinenpfleger geholt. Ich benutze halt bei uns keine Antikalk-Tabs, sollte ich eigentlich machen bei dem Kalk, was wir im Wasser haben. Aber ich lasse dann halt auch einmal im Monat die Trommelreinigung laufen und macht dazu so einen Maschinenpfleger mit rein.
Und der macht halt, also ich habe den Eindruck, es hilft, dass meine Maschinen dadurch länger leben. Ganz sicher weiß ich es nicht. Kann auch Zufall sein. Und dann habe ich mir noch einen Entkalker in flüssiger Form geholt. Aus zwei Gründen. Das Pulver nehme ich gern für den Wasserkocher, weil ich habe da einen, wo man gut reinkommt. Aber ich habe so einen Siebträger, dann nehme ich lieber sowas. Und ich nehme den flüssigen auch ganz gern für einen Spülkasten. Bei uns setzt sich immer ganz viel Kalk im Spülkasten ab. Und da wir unser Spülkasten auch schon was älter ist, ich meine, ich lebe schon allein in der Wohnung 7 Jahre, fährt sich dann auch manchmal die Mechanik da drin fest. Und seitdem ich regelmäßig da was reinmache, ist das auch deutlich besser. Ich nehme manchmal auch eine Essigessenz, die geht auch ganz gut gegen Kalk, aber die riecht halt auch. Und wenn ich alleine bin, stört mich das nicht. Wenn man aber an dem Tag noch Besuch oder so kriegt, möchte ich eigentlich nicht mit Essigessenz das machen. Ich möchte aber gerne in meinem Rhythmus bleiben, weil ich sonst vergesse. Deswegen noch zwei Flaschen davon. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die hier ein bisschen spezieller eingepackt sind. Das eine ist, ich habe mir aus dem Sale Osterdeko geholt. Ich weiß, Osterdeko im Juni macht wenig Sinn. Aber ganz ehrlich, ich habe drei Kisten Weihnachtsdeko auf dem Dachboden und ich habe nicht mal ein Körbchen voll Osterdeko. Und ich fand die so knuffig vom Gesicht her. Das sind halt zwei Eier mit Häschen drauf, dass ich gesagt habe, ich hole die jetzt, ich verstaue die dann gleich bei dem anderen Osterzeug. Und ich möchte einfach auch zu Ostern meine Wohnung dekorieren. Das, was wir als Kinder immer gemacht haben, also einen Osterstrauch aufstellen und bunte Eier dranhängen, vielleicht auch mal Eier selber bemalen oder umhäkeln oder bebasteln oder sowas. Freute ich da vielleicht auf nächstes Jahr, dann möchte ich dann auch mal Videos dazu machen. Und halt auch zumindest das Wohnzimmer ein bisschen dekorieren. Ich dekoriere ja eigentlich nur im Wohnzimmer, aber wie gesagt, Ostern die letzten Jahre gar nicht. Und das möchte ich halt ändern. Ich möchte allgemein vielleicht anfangen, ein bisschen jahreszeitlich zu dekorieren und dann auch umzudekorieren, weil mir das eigentlich viel Spaß macht. So, und dann die letzten. Also kommen gleich noch welche von Sorten her. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich Hipgläschen bestelle. Nein, ich bin nicht schwanger und nein, ich habe nicht im Verborgenen ein Kind gekriegt. Ich finde einfach, diese Obstgläschen sind ein sehr guter Snack. Sie sind eine kleine Portion, wenn man so eingekochtes Obst kauft, sind es immer recht große Portionen. Sie sind ohne Zuckerzusatz, weil sie ja für Babys gemacht sind. Das ist beim eingekochten Obst auch nicht. Und es sind mal ein paar andere Sorten. Ich nehme auch ganz viel das eingekochte Obst von meiner Mutti. Die kocht ganz viel ein aus dem Garten und so. Aber auch da sind die Gläser dann deutlich größer. Und das hier ist wirklich mal so ein Mini-Snack zwischendurch. Und sie waren im Sale, also runtergesetzt, im Rausverkauf. Deswegen. Ich habe hier einmal Aprikose-Äpfel, einmal Äpfel mit Bananen. Einmal Pflaume Birne, einmal Granatapfel Himbeere und einmal Mango Banane in Apfel. Und klar, man kann das alles selber machen, man kann selber einkochen und so, aber
Ich schaue dann immer, rentiert es sich. Ich muss ja auch immer bedenken, wenn ich Obst kaufe, vieles gibt es nur im Kilopack günstig. Man muss den Strom zum Einkochen rechnen, die Arbeitszeit und so. Und ganz oft muss ich dann sagen, gerade wenn die Gläschen runtergesetzt sind, rentiert sich's dann für mich nicht. Ich meine, mein Tag ist voll genug. Ich habe einen Vollzeitjob. Ich mache danach noch die YouTube-Videos, ich muss die noch schneiden, bearbeiten, hochladen und alles. Dann noch frisch kochen, dann noch zum Training, dann noch zwei Gruppen, die ich besuche, dann noch Zeit mit Freunden verbringen. Manchmal muss es einfach schnell gehen und dann, wie gesagt, sind diese Gläschen eine echte Alternative, hat mich meine Freundin draufgebracht. Und es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich es ausprobiere. Ja, genau. Das war ein großer Haul von mir. Wie gesagt, relativ genau 60 Euro. Ich glaube noch ein paar zerquetschte hinten dran. Und es war jetzt auch vorerst der letzte Haul, weil, wie gesagt, ich starte das Experiment. Explizit starten tue ich es im Juli. Ich möchte jetzt aber auch nicht mich darauf vorbereiten im Sinne von, ich bestelle jetzt vorher extra mehr. Und genau, freut euch dann drauf, dass ihr im Juli, gebe ich euch dann auch immer Update, wenn ich einkaufen war, was ich gekauft habe und ob es in die Challenge passt oder nicht. Genau, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.